Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wunderschöne Abendstimmung kann man natürlich filmisch nicht ganz so einfangen, weil auch die laue Luft zum Ambiente dazugehört. Ein ganz interessantes Urlaubsgefühl. Team Recap, Kapitel 14, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und zwar möchte ich kurz über Lebensenergie sprechen. Ihr wisst ja, dass, ich müsste jetzt die rechte Hand herzeigen, aber mit der halte ich den Apparat. Ihr wisst, dass aus den Händen Energie herauskommt. Die Kirlian-Fotografie hat das mit ihrer Technik zwischen den Kondensatorplatten hineingeschoben, bewiesen, dass Heiler eine unglaublich starke Aura haben, mit Spitzen, die 20 cm rausgehen. Also das heißt, da gibt es etwas. Es gibt auch Menschen, die mit bloßen Händen Papier zum Brennen bringen. Okay, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist Betrug und so weiter. Na gut, diese Typen geben auch Leuten die Hand und die reißen sie dann schmerzverzerrt mit einem Schrei los, weil sie das starke Gefühl haben, dass ihre Hand verbrannt wurde. Ihr erinnert euch an Meisterwerke, an Kunstwerke, zum Beispiel handgeschnitzte Altaraufsätze in Kirchen, wo Kunsttischler 10, 20, 25 Jahre ihres Lebens gearbeitet haben an diesem einen Altar und dort unglaublich viel ihrer persönlichen Lebensenergie drinnen ist. Ihr kennt auch wahrscheinlich diese Geschichten, wenn jemand gestorben ist, dass die Uhr stehen geblieben ist. Ich habe so einen Fall in meinem Bekanntenkreis persönlich aus einer Erzählung einer älteren Dame, die von ihrem Vater berichtet hat, als er gestorben ist, wäre die Uhr genau in der Sterbeminute stehen geblieben. Obwohl die Feder aufgezogen war, es war alles in Ordnung. Er hat diese Uhr selber gebaut, er hat sie geliebt und da war sehr, sehr viel persönliche Kraft von ihm drinnen. Und wenn sich diese persönliche Kraft verabschiedet, also das heißt, wenn die Person, die diese Kraft investiert hat, sich verabschiedet, dann kann es durchaus sein, dass eben gewisse Dinge ihren Dienst quittieren, weil sich die Energie auch aus diesen Dingen zurückzieht. Umgekehrt ist es zum Beispiel ein bekannter Effekt, den skorpionische Menschen sehr zu schätzen wissen, dass in alten Gegenständen, in alten Dingen sehr, sehr viel Emotionen drinnen stecken. Also das heißt, was im fernen Osten als Feng Shui bezeichnet wird, also die Lehre vom Energiefluss, die hat auch durchaus in unseren Breitengraden eine gewisse Tradition bzw. ein gewisses rudimentäres Wissen noch von damals erhalten. Ende.